Herr Kemp, wo führen Sie mich jetzt hin? Herz der Fall. Sag mal. Den ersten Schritt zu gehen. Oh, dazu ruht es Mut. Ich kann den Silberstreif schon sehen. Aber da stehen schon mal Fahrzeuge. Ich bin beruhigt. Rechts, bitte. Mit Seeblick. Da, wo die stehen. Platz mit Teppich und Terrasse. Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Ey, das ist ja, das muss man jetzt mal hier alles erkunden. Das ist ja richtig interessant hier. Und auch da vorne diese Lounge-Sesselchen. Haben wir eine Platznummer, falls die uns da gleich fragt, wegen Geld bezahlen? 10 € kostet das, ne? Na, dann werden wir uns das jetzt mal angucken. Das Weindorf. Also, wo sind wir jetzt hier? Ich komme schon ganz durcheinander mit unserer Deutschlandtour. In, wie heißt der Ort, Jörg? Du weißt es auch nicht mehr. Also, wir sind hier auf jeden Fall in einem Weindorf. Wir waren erst schon falsch und sind zu einem Campingplatz gefahren. Da haben wir schon Angst bekommen, dass das der Stellplatz ist, weil der hat eigentlich hier eine ganz gute Bewertung, der Stellplatz. Und Weindorf heißt, da sind lauter Weinfässer. Das ist ja irgendwie so eine Feriensiedlung. Irgendwas mit Schinder, Schlinder. Oh Gott, ich werde gleich nachgucken, genau wie das heißt. Der Ostort, weißt du den Vorort noch? St. Wenden. Na mal, ich komme mir vor wie so demenzerkrankte Camper. Wir haben keinen Plan mehr. So, jetzt haben wir es hier auch schwarz auf weiß. Schwarzrindersee. Wohnen in der Natur? Moment, wieso wohnen? Kann man hier wohnen? Wohnen in der Natur. Hör mal, Jörg, hier steht, dass man hier wohnen kann. Sie sind nicht allein, persönlicher Ansprechpartner, Unterstützung bei allen. Notruf, Shuttlebus, gemeinsame Aktivitäten, Treffpunkt, Dorfplatz, Schwarzrinde sind aktuell, Friseur, Fußpflege, Pflegedienst. Also Schatz, weißt du was? Ich bleib dann direkt mal hier. Ich finde das so genial. Service. Man hat auch Shuttle-Service zum Arzt, zur Physiotherapie, hat hier einen Pflegedienst, also perfekter Ort für Camper im Ruhestand. Sind wir zwar noch nicht, aber wir können ja schon mal uns informieren. Vielleicht ist noch was frei. Damit fahren wir jetzt eine Runde. Oh mein Gott, das ist ja Womit wir nicht laufen müssen. Damit wir nicht laufen müssen. Also das heißt 50 plus wird hier beim Bord genommen. Das noch erleben hier auf unserer Traumtour, ne? Jetzt hier mit dem Tuk-Tuk über den 50-Plus-Platz. Und das ist ja richtig großes Gelände hier. Das ist großes Gelände. Ja, wir machen eine kleine Rundfahrt. Also man denkt, das ist so ein kleiner Platz. Nein, das sind 300 Häuser. 300 Häuser, das ist ja eigentlich ein Dorf. Meine Güte. Das sind ein paar ganz interessante Häuser. Trauma. Auch das hier. Das musst du Spezialführerschein für haben. Hast du eh nicht. Guck mal, er hat sogar einen Buddha da stehen. Und ein also alle sehr und ja. Alle unten Katamo. Das ist natürlich ja, Katamo, stilvoll. Ja. Genau, da müssen wir noch dran arbeiten. Ne? Aber ja, wirklich toll. Ja, Katamo muss man noch dran arbeiten. Ja, muss man dran. Irre. Das ist also auch ne, die Oma wohnt in dem halben Haus drin. Cool. Ja, das ist die neue Form von das Luxus. Die, hallo, hallo. Wie viele Menschen sind hier ungefähr? Ja, wenn man 300 Häuser in etwa hat. Okay, mindestens kann man 300. Auch, ja, die meisten. 600. Naja, nicht alle haben einen Partner halt oder allein, so. Ja. Weil Partner verstorben ist oder. Okay. Ja, klar. Heilung, ne? Okay. Und eben ganz viele, die eben Wohnwagen ich haben sagen, oder Wohnmobil. Die, so ne? Ja, die ja, sagen, ich genau, bin auch viel unterwegs, genau. Aber ich brauche ja, doch irgendwo genau, so eine Heimat genau. Haben. Ne? Hallo Berti, na, wie sieht's aus? Alles gut? Ja klar, bei euch auch. Ja, wir gucken uns gerade die Grundstücke an hier. Wir sind sehr begeistert. Wir würden sofort vor allem einziehen. Von deinem Haus sind so begeistert. Ja, mach's gut. Okay, dir auch. Tschüss. Vor allen Dingen, weißt du, was das Tolle ist? Ich erlebe das ja gerade bei meinem Vater mit seiner Demenz. Ne? Du bist hier in einer Gemeinschaft und jeder achtet auf den anderen irgendwo ja, auch ein Stück das weit. Stimmt, das stimmt. Ja, und du bist nicht alleine in irgendeiner schrecklichen Wohnung oder in einem riesigen Haus, genau, sondern genau. Du bist da und
Und du kannst mal Hallo sagen. Und durch die Serviceangebote mit Shuttlebus und, ja, und Pflegedienst habe ich sogar gelesen. Ne? Ja, der kommt auf den Platz. So, jetzt gehen wir in die gute Stube. Weil man hier nur 60 Quadratmeter bauen darf. Ach, okay, das ist die größte Stube. Das ist also Grundvoraussetzung hier. Wenn man mal ein Fest hat, kann man das hier mieten. Geburtstag, der 80. kann man feiern. Ne? Wir haben hier um die Ecke eine Küche, wir haben hier Getränke. Ah. Also alles da, was man braucht. Genau. Und das kann man ja auch für Feierlichkeiten und sowas nutzen. Ansonsten, wie gesagt. Schön. Möchtet ihr auch zu uns kommen? Ja, wenn wir. Ja, mal gucken, ob wir uns das leisten können und ob ein Grundstück frei ist. Ach ja, da wird die Frau Paul. Also vom Leisten her ist es nicht ganz so schlimm. Okay. Immer, ja. Also es gibt ja schon fertige Häuser, die verkauft werden. Jetzt hatten wir hier gerade in der F10 eins. Die wollten, ich glaube, 49.000 haben. Und zwar wirklich toll saniert. Es war neue Elektrik drin. Okay. War ruckzuck weg. Ja, und wie gesagt, 300 Quadratmeter kosten 171 Euro. Ja, bei das ist ja nichts. Das ist erschwinglich. Das ist erschwinglich. Das ist erschwinglich. Und dann kommen noch ein bisschen 10, 15 Euro Nebenkosten zu für Beleuchtung. Ja, super. Für die Platzwarte. Und so, ne? Das kommt noch dazu. Aber trotzdem, es sind unter 200 Euro. Ist es. Und hier ist man natürlich in der Natur. Ich sage immer, wir leben hier aber in und mit Schöne. Der Natur. Ne? Und hier hat man dann so einen tollen Blick so über die ganze Anlage. Wow. Ja? Wow. Und das finde ich also wunderschön. Das ist das Biotop. Ja. Das sind ja drei Seen. Das ist der oberste, ist das Biotop. Ja. Dann ist der Freizeitsee unten. Und dann natürlich der, wo der Stellplatz dran ist, ne? Wo er steht. Ja, okay. Ach ja, stimmt, da ist ja auch nochmal so ein bisschen. Ja. Ne? Zurzeit machen wir Lückenbebauung. Was wir heißt das? Ja, wenn irgendwo jetzt so ein altes wir werden interessiert. Haus aufgegeben wird, dann wird das platt gemacht. Okay. Und dann kommt was Neues. Ja, dann wird das Grundstück wieder verwertet. Okay, verstehe. Wenn jetzt Interessenten da sind. Und es sind Interessenten da. Es wird immer mal was verkauft. Ja. Ja. Weil ja viele das auch nur als Wochenend-Domizil haben. Okay. Einige haben es als... aber ich kann auch hier Hauptsitz. Wir haben ersten Wohnsitz. Erster Wohnsitz ist ersten hier Wohnsitz. Möglich. Ja, das ist toll. Und das ist jetzt dieses Weindorf. Cool ist das. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Vor allen Dingen haben die alle auch so kleine Terrassen, ne? Irre. So, eine Familienfasseinheit, das heißt, ich habe zwei Zimmer. Zwei Schlafzimmer. Nein, ist das schön. Jörg, ich übernachte heute hier. Ich gehe nicht ins Wohnmobil. Was kostet so ein Familien-Suite? Die Familienfasseinheit kostet für vier Personen 160 Euro die Nacht wochentags und am Wochenende die Einzelübernachtung müssen wir etwas teurer machen, die ist bei 180. Weil wenn einer nur eine Nacht kommt, dann ist klar, das ganze Wochenende ist das ja immer belegt. Ne? Und dann muss gerade jemand finden, der nur freitags will, ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Ansonsten die Fasseinheit für zwei geht bei 90 Euro die Nacht los. Also das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Mann jetzt entscheiden würde, wir lassen das Wohnmobil davon stehen und wir würden einen Fass mieten, dann wäre das 90 Euro. Genau. Irre. Frühstück geht separat. Sie kriegen einen Picknickkorb gepackt und in dem Picknickkorb sind dann die Sachen drin, die sie sich ausgesucht haben. Der eine frühstückt lieber Müsli, der andere lieber Wurst, Nein. Käse, Lachs. Aber das bezahle ich dann nochmal extra, genau, den Picknickkorb. Man kann für 4,50 Euro frühstücken und man kann aber auch halt für 16, 18 Euro frühstücken mit Lachs und Sekt und Rührei. Also da gibt es ja alle Variationen oder Frühstückstypen. Ja, und die Saison ist aber dann eher im Sommer, weil im und Winter Ostern kann ich ja schlecht. Ne, also ich wollte gerade sagen, also im Winter frühstücken
müsste ich dann ein Bettfrühstück machen, weil dann wird es ja hier draußen ein bisschen... Nein, wir haben da unten ja die Gastronomie. Das heißt, die Zelte sind beheizt. Da können Sie gerne mal über die Brücke rübergehen. Okay. Können sich die Gastronomie anschauen. Ja. Und da ist auch beheizt. Da sitzt man auch bei schlechtem Wetter wunderbar. Super. Eben gibt es irgendwie Zufälle oder ist das noch ein Zufall? Wir haben eben darüber gesprochen, der Jörg und ich. Wir haben auf der Messe in Düsseldorf mal jemanden getroffen und die hat sogenannte 50-Plus-Plätze angeboten. Und zwar ist das für Reisemobilisten, die vielleicht einfach alles aufgeben und ihre Wohnung aufgeben und so weiter und dann trotzdem noch eine feste Adresse haben möchten, wo sie ab und zu ihren Arzt besuchen oder. Und wir haben gedacht, Mensch, wo war das denn nochmal? Und ja, es passiert. Ich denke gerade, als die mir das tolle Hotel zeigt, dass, ja, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Und jetzt ist das da. Hallo. Wie gemütlich hier. Ich habe eine Frage. Essen? Ab wie viel Uhr? Wir machen jetzt schon Essen. Ja. Super. Bitteschön. Dann gehe ich. Ich kann auch damit rausgehen, ne? Ja. Alles klar. Super. Bestellt wird dann hier. Ne? Ja, ja. Das sieht ja lecker aus. Wollen wir die Suppe nicht in die Mitte tun? Aber wir löffeln die doch zusammen aus, die Suppe. Kann ich so schnell schicken. So, Schatz, wir müssen nochmal anstoßen. Knüller, denn vielleicht wird das ja hier demnächst unser Zuhause, Schatzi. Und dann haben wir da vorne unser Traumhaus. Traumhaus mit Parkplatz fürs Traummobil. So, jetzt müssen wir erstmal die CD sortieren. Denn guck mal, da hast du schon direkt nur Plastik. Denn nur Plastik und Metall oder was ist das? Keine Ahnung, muss getrennt werden. Also wir werden jetzt auch noch zum Mülltrennexperten, Schatz. Das ist echt der Wahnsinn, ne? That you won't.